Hallo, herzlich willkommen zum Tamron Tech Talk, zweiter Teil. Wir möchten jetzt in der zweiten Stunde mit euch auf unsere spiegellosen Objektive eingehen. Ansonsten möchten wir euch, bevor ihr euch die ersten Fragen ausdenkt, schon mal ein bisschen was erklären. Und zwar haben wir am Donnerstag ein neues Objektiv vorgestellt. Mein Kollege Erik Willenbücher wird euch das jetzt mal ein bisschen erklären. Ja, fangen wir direkt mal mit unserer absoluten Neuheit an. Ist sogar eine Weltneuheit. Unser 70-180mm Objektiv, durchgehende Lichtstärke von 2,8. Und dieses für Sony E-Mount im Vollformat. Das heißt, das ist ein Kleinbildobjektiv, kann natürlich auch auf einer APS-C-Kamera verwendet werden. Von Sony E-Mount überhaupt kein Problem. Ja, wie gesagt, ein Zoom-Objektiv, 2,8er Lichtstärke. Ich mache mal die Streulichtblende ab, sodass man auch mal sieht, dass der Filterdurchmesser sehr klein ist, 67 mm nur. Das ist also eine mehr oder weniger Sensation für ein Objektiv in dieser Klasse, 2,8 durchgängig, wo bemerkt 70 bis 180 mm. Beim Zoomen fährt das Objektiv aus, auch nicht sehr stark, was sehr erstaunlich ist. Das ist also hervorragend, leicht, man kann in engen Räumen fotografieren, man kann durch einen Zaun ein bisschen durch fotografieren, ohne dass es sehr stark ausfährt. Zudem ist das Objektiv auch abgedichtet gegen Spritzwasserschutz, bedingt gegen Staub. Erkennen tut man das an unseren Objektiven, an dieser Gummilippe hier. Also das heißt, alle unsere Objektive im Programm, die diese Gummilippe am Bajonett haben, die sind spritzwassergeschützt bzw. wetterfest. So nennen wir dieses. Das heißt, man kann in einen kleinen Regenschauer kommen, man kann in feuchte Gebiete einreisen, wie auch immer. Es ist also ein bedingter Wetterschutz. Da komme ich aber später noch dazu. Den kann ich euch dann auch noch zeigen. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, warum haben wir bei dem Objektiv 180 mm als diese klassischen 200 mm? Ja, kann ich erklären. Da hätte ich mir gerne unser 70-200er für Spiegelreflex als Beispiel. Nur mal ganz kurz. Okay, das eine ist für spiegellose Systeme, das andere ist für Spiegelreflex. Aber wenn man alleine jetzt schon sich die Größe anguckt, Filterdurchmesser bzw. die erste Linsengruppe, die Baugröße und, das müsst ihr in den Daten sehen, das Gewicht. Das bedeutet, ein 70-200er zu bauen, 2,8er durchgängiger Lichtstärke, bedeutet, ich brauche viel mehr Glas. Schweres Glas. Das Glas muss aufgehangen sein. Das läuft ja in Führungen, in Zoom-Führungen, in Tuben. Und da muss auch eine sehr stabile Konstruktion sein. Eine sehr, sehr stabile Konstruktion. Und die geht alleine ins Gewicht. Was hier an Metall verbaut wurde in dem 70-200er, das merkt man richtig am Gewicht. Jetzt baue ich aber ein Objektiv mit 180 mm Brennweite, Endbrennweite. Und ich kann wesentlich kleinere Glaselemente verwenden. Das heißt, die Gewichtung der Aufhängung ist also dementsprechend das Gewicht des Glas angepasst und es wird wesentlich leichter und natürlich durch die 20 mm weniger Brennweite ist das Objektiv natürlich auch wesentlich kleiner gebaut und passt sich natürlich jetzt der Übergang zu unseren anderen Objektiven, natürlich, die stehen hier vorne, andere Sony E-Mount Objektive, passt sich natürlich komplett in das Design ein, vor allem sieht man das daran an der einheitlichen Filter Größe von 67 mm. Die wir bei allen Sony E-Mount Zoom-Objektiven haben, als auch bei den Festbrennweiten. Bei allen drei Festbrennweiten auch, richtig. Und da muss man natürlich sagen, 810 Gramm Gesamtgewicht für ein Zoom-Objektiv dieser Lichtstärke ist natürlich wirklich eine Ansage. Ja, hervorragend. Ja, zudem hat das Objektiv einen neuartigen Fokusmotor. Für uns neuartig. Das heißt, es bewegen sich zwei Linsenelementen unabhängig voneinander. Zudem erhalte ich einen wahnsinnig schnellen und auch sehr, sehr leisen Autofokus. Das heißt, das Objektiv ist auch wie die beiden anderen Zoom-Objektive hervorragend für Videoaufnahmen geeignet. Das heißt, der Autofokus ist schnell, ist sehr soft dadurch allerdings auch und sehr, sehr leise. Man hört ihn fast kaum. Also muss man schon das Mikro schon an die Optik dran halten, dann hört man vielleicht ein Summen. Ich kann euch auch mal kurz eine Animation zeigen über diesen Fokusmotor. Ein kleiner Moment, ich muss mal kurz ein bisschen suchen.
So, das ist also ein ganz interessantes Video und Animation. So, okay. So, und hier sieht man animiert, wie die beiden Linsenelemente unabhängig voneinander fokussieren. Ja, jetzt halt nochmal im Schnitt. Und da steckt natürlich schon eine sehr hochkarätige Objektivbauweise hinter. Das macht man nicht einfach so. So, dass wir da auch von der Bildqualität her, trotz der leichten Konstruktion und kleinen, kompakten Konstruktion, durchaus auf einem Level sind, wie wir es von den SP-Objektiven haben. Absolut, richtig. Das ist jetzt kein SP-Objektiv aus unserem Hause, aber die qualitative Leistung, die optische Leistung, als auch die mechanische und auch die Leistung des Autofokusmotors ähnelt oder geht schon in die Richtung einer SP-Objektive von uns, also unsere Prime-Linie. Absolut. Und durch das Kunststoffgehäuse haben wir auch nochmal wieder eine Gewichtsersparnis. Absolut. Haben aber im täglichen Gebrauch keinen Nachteil gegenüber den wesentlich fast doppelt so schweren Objektiv. Absolut nicht. Hier muss man bedenken, bei unseren Zoom-Objektiven, der für Sony E-Mount, sind die Außenteile aus Kunststoff, aber innen verbirgt sich teilweise doch schon Metall. Ne? Also um halt auch wichtige Linselemente aufzuhängen, muss Metall verwendet werden. Also es geht nicht alles, nicht die komplette Kunststoffbauweise, das geht gar nicht. Wollen wir auch gar nicht machen, weil je mehr Kunststoff drin ist in einer Optik, es verzieht sich, die Linsenelemente gehen ein wenig aus der Zentrierung raus. Das muss nicht sein. Ja, ja, und dann haben wir das Standardobjektiv. Ja. Was ja schon seit längerem auf dem Markt ist, was auch schon sich absolut bewährt hat. Absolut. Also wir haben, glaube ich, von diesem Objektiv fast nichts auf Lager. Ist alles schon wieder verkauft. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Hat mich auch persönlich also sehr gefreut, dass wir für Sony E-Mount mal also ein richtig gutes, qualitatives Objektiv auf den Markt gebracht haben. Ein 28-75er. Auch durchgehend Lichtstärke 2,8. Bei dieser auch extrem kompakten Bauweise. Auch der Filterdurchmesser ist auch 67 mm. Das Objektiv ist auch wetterfest, spritzwassergeschützt. Konstruktion sieht man auch an der Gummilippe. Und von 28 bis 75 fährt es auch nicht gerade allzu sehr heraus. Jetzt kommt direkt die erste Frage rein. Ja. Nach Fuji. Ja. Vielleicht können wir das noch auf die anderen Mounts auch kennen und Nikon, die spiegellosen Systeme, ein bisschen ausweiten. Wird da was kommen? Voraussichtlich leider nein. Also für Fuji? Für Fuji. Fuji wird aktuell, ist nichts geplant. Das Thema kommt alle Jahre wieder auf, wird auch hier im Hause in Köln, als auch beim Mutterkonzern in Tokio oft diskutiert. Bringen wir was für Fuji? Wann bringen wir was? Aber aktuell leider nein. Ich hätte gerne was, aber natürlich, wir hätten gerne für System. Alle Systeme was. Richtig. Was wir allerdings haben für spiegellose Systeme, ist also für die Sony E-Mount natürlich, für Canon R und Nikon Z. Allerdings unsere Spiegelreflexobjektive. Die kann man wunderbar adaptieren mit Hilfe des Originaladapters, jeweils von der R-Serie als auch von der Z-Serie. Und es sind so gut wie alle unsere SP-Objektive im neuen Design kompatibel mit diesen beiden Systemen. Aktuell fehlt noch das 90er Nikon, soweit ich weiß. Da haben wir leider noch kein Update. Die Updates findet ihr, kann man einen Blick drauf werfen, auf unserer Homepage. Mal kurz drauf gehen. Hier im unteren Bereich auf der Startseite draufklicken und da findet man alle aktuellen News rund um Z und R-Mount über die Updates. Kleinen Moment. Wir haben es sogar so aufgeschlüsselt, dass man hier auch die Seriennummer sehen kann. Man kann es vergleichen. Man kann sehen, welche Firmware benötigt wird. Und diese Firmware kann man mit Hilfe unserer Tap-In-Konsole aufspielen bei diesen Objektiven. Wenn man keine Tap-In-Konsole zur Verfügung hat, geht es natürlich auch über unseren Service. Alles kein Problem.
Und dann ist wichtig, wenn ich es upgedatet habe, beziehungsweise wenn es von Haus aus kompatibel ist, dann ist es komplett ohne Einschränkungen nutzbar. Absolut, ja. Das ist soweit kein Problem. Und wie gesagt, dieses funktioniert alles mit unseren aktuellen neuen Objektiven. Samt dem 18-400er funktioniert sogar auch unser Reisezoom und so weiter. Wichtig noch bei den E-Mount-Objektiven. Ja. Die können direkt auch über die Kamera upgedatet werden. Ja, das ist der Vorteil jetzt an Sony, an dem Sony-System. Wir haben jetzt aktuell ein Update für das 17-28er von uns und es kommt jetzt auch noch eins für das neue 70-180er. Und die Updates können über die Kamera zu Hause eingespielt werden. Es wird eine Software auf unserer Homepage, von der internationalen Homepage runtergeladen. Es wird von unserer Seite aus verlinkt und dieses geht ohne Probleme. Habe ich auch schon öfters gemacht hier im Hause, weil ich ja regelmäßig unseren Demobestand updaten muss. Und das geht alles ohne Probleme. Und zu jeder Zeit natürlich von zu Hause aus möglich. Noch eine Frage nach neuen Objektiven. Wir haben hier unser Wildlife Objektiv 150-600mm. Kommt da auch was für spiegellos direkt, also jetzt in dem Fall E-Mount? Man soll nie sagen. Wir haben allerdings keine Objektivlinie aktuell, die wir in Zukunft rausbringen. Das wissen wir leider noch nicht. Das heißt, es wird natürlich immer alles sehr geheim gehalten. Unser neuestes Produkt ist, wie gesagt, das 70-180er, welches jetzt am Donnerstag auf den Markt gekommen ist. Und wir werden natürlich noch weitere Objektive für Sony E-Mount auf den Markt bringen. Aber welche Brennweitenbereiche, welche Objektivklasse, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht. Es wird spannend. Auf jeden Fall, weil wir wollen ja verkaufen oder beziehungsweise wir wollen ja, dass ihr schöne Fotos macht mit dem kompletten Objektivpark, den man natürlich auch von ungefähr auch von Spiegelreflex her kennt. Ja, das heißt, die Brennweite oder die Perspektive oder die Möglichkeiten mit einer Brennweite verändert sich ja nicht. Ja, ob ich jetzt spiegellos habe oder Spiegelreflex. Ich möchte natürlich halt ein Ultratelezoom haben oder sonst ein extremes Weitwinkel, wie wir ja schon haben, mit 20 mm. Das möchte natürlich jeder Kunde oder jeder Fotograf auch haben. Das heißt, es wird noch spannend und man kann sich am besten auch für unsere Newsletter anmelden oder auf Facebook oder öfters mal unsere Homepage besuchen. Weil da findet man direkt die neuesten Informationen. Sobald wir etwas wissen, sobald es öffentlich ist, offiziell, werden diese Kanäle von uns genutzt, um Produktankündigungen zu verbreiten. So sieht es dann auch wahrscheinlich aus mit der Nikon Z-Serie. Richtig, genau, richtig. Nikon Z, Canon R, da werden wir natürlich auch in Zukunft Objektive auf den Markt bringen. Das ist schon offiziell angekündigt, dass jede Menge Objektive kommen werden. Wir wissen nur nicht, wann dieses geschieht, weil wir halt Reverse Engineering betreiben. Das heißt, im Mutterkonzern in Tokio, Saitama, muss man halt gucken, wie man halt die Anschlüsse macht, wie man halt die Softwareverbindung macht. Und das ist halt ein viel großes Stück Arbeit, aber es wird definitiv für Z und R-Mount etwas geben. Bis dahin kann ich schon mal sagen, aus eigener Erfahrung, die Objektive an der R funktionieren hervorragend. Durch die Bank weg. Also alle, die auch auf der Liste angegeben sind, dass sie funktionieren, funktionieren wirklich hervorragend. Und um das mal auszuprobieren, könnt ihr natürlich auch alle Objektive, die wir haben, beim Tamron Objektivverleih einfach mal ausleihen, um sie einfach mal so zu testen oder halt speziell auch an den spiegellosen Systemen zu testen. Ihr seht es gerade eingeblendet. Unter tamron-verleih.de findet ihr eine Auflistung. Findet ihr die Möglichkeit, die Objektive auch zu leihen, vom Einzelobjektiv hin bis zum kompletten Testkoffer. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt der Testkoffer für die Sony E-Mount-Serie, aber auch 150, 600, 15, 30, wenn ihr sagt, ich möchte mal Weitwinkel probieren, weiß aber noch gar nicht, ob ich es überhaupt so oft brauche, oder halt ein Super-Tele, auch an den neuen Systemen, einfach auf tamron-verleih.de. Und da könnt ihr dann die Objektive auch mal bestellen, um sie zu testen. Ja, ja, der Koffer ist ziemlich gut. In diesem Koffer ist ein 20er, 24er, 35er, das 17-28er
und das 2875 enthalten. Für 150 Euro zum Laien, super. 150 super, die Woche, ne? Die Woche, ja. Mega super Preis, um das mal auf Herz und Nieren zu testen. Da scheuen wir uns auf keinen Fall vor, weil wir sind einfach sicher von der Qualität unserer Produkte und dass diese Objektive auf jeden Fall draußen Spaß machen. So. So, dann gehen wir mal auf unsere Festbrennweiten. Ich wollte gerade sagen, ja? Du hast gerade die Festbrennweiten ja? angesprochen. Jetzt müssen wir mal da, gehen wir mal dahin, richtig ne? rein. So, versuch dann immer das hier. So. Deckel. Ja. Ja, 20 mm Festbrennweite. Wird auch, wie gewohnt, alle unsere Objektive mit einer Streulichtblende geliefert. Auch hier ist die Gummilippe, das heißt, das Objektiv ist abgedichtet vor Spritzwasserschutz. Staub nicht, alle Objektive nicht, da legen wir großen Wert drauf. Ein bisschen Staub kommt leider oder kann reinkommen, ne, aber wie gesagt, wetterfest abgedichtet, hauptsächlich gegen Spritzwasser. Ja, schon allein durch die Bewegung der verschiedenen Linsenelemente genau. ist natürlich bei einem Zoom-Objektiv nochmal stärker, weil da mehr Elemente auch in Bewegung sind. Aber deswegen allein kann man ein Objektiv gar nicht gegen Staub absolut abdichten. Ja. Ein Highlight dieses Objektivs als auch der anderen Festbrennweite ist die Makrofähigkeit. Das heißt, alle drei Festbrennweiten haben einen Abbildungsmaßstab von 1:2. Und der Andreas hier, der ist unser Makrospezialist. Du hast das schon mal ausprobiert, das öfters, das 20er. Bist du damit zurechtgekommen, mit der extrem kurzen Brennweite und dann ein Makro zu machen? Nicht nur zurechtgekommen, sondern das gibt ganz besondere Bildwinkel, die ich sonst mit einem Zoom-Objektiv, mit einem in Anführungszeichen normalen Objektiv gar nicht hinbekomme. Denn wenn ich bedenke, ich gehe auf 11 cm ran, ab der Sensorebene, bin ich fast schon vorne mit dabei und habe dann aber noch den extremen Weitwinkel. Da kommen schon ganz besondere Bildkreationen ja. zustande. Ja, schön. Weil er ist nämlich sehr oft in der Natur unterwegs. Er macht Aufnahmen mit extrem langen Brennweiten und auch hier mit extrem kurzen Brennweiten. Kriecht er über den Boden und ja, man macht muss einfach mal. Normalerweise sagt man, wenn ich draußen in der Natur bin, 90er Makro ja, super. Ist die Standardbrennweite. Ich kann aber auch durchaus mit einem 150-600er hingehen und kann meine Blume auch mit einem 150-600er im Nahbereich, wo wir hier bei 2,20 Meter liegen, ja. fotografieren und kann dadurch natürlich sehr schön freistellen, habe wieder einen ganz anderen Bildwinkel und genauso verhält sich auch da. Vor allen Dingen hier ist die Froschperspektive in der Natur gerade besonders schön. Ich kann aber auch, wenn ich unterwegs bin in der Stadt, einfach nur bewusst fotografieren mit einer Festbrennweite, ohne die Möglichkeit haben zu zoomen, dann gehe ich ganz anders an den Bildaufbau an. Ja, das ist das ganz Interessante an Festbrennweiten. Man geht bewusst raus und fotografiert bewusster. Man kann es ja auch ein bisschen als Challenge machen. Man sucht sich ein Thema aus, nimmt sich eine Festbrennweite und geht raus und fotografiert. Und dann wird man schon sehen, dass man ganz schön an Grenzen ankommt. Der Raum. Man muss einen Schritt nach vorne gehen, man muss einen Schritt zurückgehen. Und über das ist, Zäune klettern. Über Zäune klettern und klettern. Auf den Baum und so weiter. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Ursprung der Fotografie, dass man bewusst mal hingeht und einfach fotografiert. Und dazu eignen sich natürlich unsere drei Festbrennweiten hervorragend. Wir kommen noch mal ganz kurz zurück zu den Staubeinschlüssen. Ja. Sind Staubeinschlüsse oder Bläschen, was auch immer jetzt Bläschen sein sollen, ist selten. ganz selten, ist das ein Reklamationsgrund? Ein klares Jein. Bläschen kommt, ich bin seit über 20 Jahren hier, so gut wie gar nicht vor. Hatte ich noch nie hier gehabt. Staub kommt leider immer wieder rein. Vor allem sieht man das unter der ersten Linsengruppe. Und den kann man natürlich entfernen lassen. Also das heißt, wenn der Staubkorn zu groß ist oder teilweise sogar schon auf dem Bild zu erkennen ist, gar kein Thema. Einsenden zu uns in den Service. Wir machen allerdings es. Muss man sagen, hinter der ersten Linsengruppe ein Staubkorn ist weitaus weniger schlimm als auf dem Sensor. Das ist ja auf jeden Fall. Insofern muss man sehen, mich würde es auch stören, ein Staubkorn. Ja, also schon allein von der Optik her, aber im Bild ist er oft gar nicht zu sehen. Ist er nicht zu sehen. Ne? Das heißt, Staub auf dem Sensor oder im Linsensystem fällt meistens auf, wenn man stark abblendet und halt gegen einen neutralen
Hintergrund fotografiert, Himmel oder eine weiße Wand. Da fällt es sehr stark auf. Staub ist allerdings kein Garantiefall. Und wir sind allerdings sehr kulant. Das heißt, wenn der Staub leicht zugänglich ist für uns, wird er natürlich auf Kulanz weggemacht, wird das Objektiv gereinigt, nochmal überprüft. Das ist möglich. Und dieses ist auch innerhalb unserer 5-Jahres-Garantie-Erweiterung möglich, dass wir innerhalb dieser Zeit den einen oder anderen Staub oder Fussel wegmachen. Ja, ist es zu viel oder ist es mitten im Linsensystem? Wenn es mittendrin ist, wird es kompliziert. Dann wird's sehr kompliziert, dann muss ich erstmal dahin reinigen und dann muss das System wieder zentriert werden und die Schärfe justiert werden, weil ich filigrane Linsenelemente einfach ausbaue und dann wieder einbaue und dann muss es justiert werden und das kann unter Umständen sehr lange dauern, weil wir natürlich das Objektiv in der hohen Qualität wieder raussenden möchten. Ja, also die Schärfe muss natürlich stimmen. Aber da können die Kollegen vom Service auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, die sind immer erreichbar, entweder per E-Mail oder auch per Telefon. Montags bis Freitags von 9 Uhr an. 9 Uhr bis, bis Donnerstag in der Woche, glaube ich. 16 Uhr. Bis, ja. Und dann bis Freitags bis 15 Uhr kann man unsere Kollegen erreichen. Ja. Ganz kurz, wo wir jetzt gerade im Service sind. Hier wird gefragt, wie aktualisiert man die Firmware im E-Mount? Gibt es da eine Anleitung online? Ja, gibt es. Nichts einfacher wie das. Ich kann es auch mal zeigen. Kleinen Moment. Kannst ruhig schon mal auf die Seite schalten. Hier haben wir schon ein Beispiel von unserem 1728er. Und hier hat man links. Und da wird man weitergeleitet auf unsere Seite aus Japan direkt, auf der Com-Seite und da findet man alle nötigen Informationen und auch die Software zum Runterladen und das Aufspielen über die Kamera. Hier kann man für Windows und für Mac jeweils die Software runterladen. Mit einer kleinen Anleitung dabei. Geht völlig unkompliziert, kein Problem. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Wo wir gerade mal Thema Service sind, so haben wir, da spreche ich gerade, falls Sie eine Reparatur haben, eine Reklamation, ähnliches, können Sie sich gerne an unseren Service wenden. Hier ist unsere Adresse. Telefonisch sind wir auch zu erreichen oder auch gerne auch per E-Mail. Und falls Sie ein Produkt von uns einsenden müssen, haben wir hier unseren Serviceschein ausfüllen, beilegen. Dann wissen wir Bescheid, was zu tun ist. Dann gehe ich mal hier einen Schritt zurück auf unsere Homepage. Hier haben wir auch unsere 5-Jahres-Garantie-Erweiterung. Ganz wichtig, direkt nach dem Kauf, ich glaube 2 Monate nach dem Kauf, haben Sie die Möglichkeit, sich zu registrieren. Und Sie erhalten kostenlos eine 5-Jahres-Garantie-Erweiterung. Das heißt, Sie können diese Anspruch nehmen, falls der Autofokusmotor kaputt geht. Sogar beim Staub sind wir sehr kulant oder ähnliche Dinge, die halt nicht durch äußere Gewalteinwirkung defekt gegangen sind. Also ganz wichtig, machen Sie es. Es lohnt sich definitiv. Und 5 Jahre können verdammt lang sein. Und es gibt auch keine unerwünschte Werbung. Also es ist nicht so, dass man jeden Tag eine Mail von uns bekommt. Es geht wirklich nur um die Registrierung des Objektivs, weil diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Ja. Ne, das ist auch noch ganz wichtig. Das ist ganz wichtig für die Person, der Kunde, der das Objektiv gebraucht gekauft hat, hat leider keinen Anspruch auf die 5-Jahres-Garantie-Erweiterung. Aber das ist halt der Deal zwischen uns und dem Erstkäufer. Gut, dann zurück zu den Objektiven. Ja, genau. Ja, wir haben 6 Objektive, ganz kurz. Ja. 6 Objektive, alle mit dem gleichen Filterdurchmesser. Mach das mal. Ja. Aber das ist natürlich dann gerade bei den Zoom-Objektiven gibt es. Wir hatten schon mal die Frage, warum 28 mm Anfangsbrennweite beim Standardobjektiv und nicht die 24 mm. Der Grund liegt, denke ich, klar auf der Hand. Wenn wir nämlich das 24-70 und das 28-75 vergleichen, sowohl im Gewicht als auch in der Filtergröße, erklärt sich das automatisch. Ja, und es haben viele Kunden uns geschrieben und auch mit uns telefoniert, dass sie die 4 mm gar nicht vermissen, nach unten hin. Ja, und lieber auf die Kompaktheit
und auf die Flexibilität. Genau, und nach unten hin haben wir ja dann noch das 1728. Insofern passt das ja dann auch von den Brennweiten her. Ja, genau, genau. So, jetzt gehen wir mal kurz nochmal auf das 24 mm. Das haben wir ganz vergessen. 24 mm Festbrennweite, auch mit der Streulichtblende, auch einen Abbildungsmaßstab von 1:2. Sensationell. Ebenso so wie das 35er. Und wie ihr schon seht, hat das 35er eine andere Streulichtblende. Das hat mich persönlich sehr gefreut, als ich zum ersten Mal gesehen habe. Alle anderen hat es verwundert, aber dich hat es gefreut. Ja, mich hat es gefreut. Und zwar, ich zeige es mal ganz kurz. Ja, und die ist halt so eckig. Ja, und ich kenne das aus der Großbildfotografie. Man maskiert möglichst viel ab, damit möglichst wenig Streulicht, Lichtstrahlen, die da nicht hingehören, nicht reinkommen. Und das ist hier, finde ich, eine sehr gute Lösung. Und man kann auch den Objektivdeckel direkt hier schon drauf machen. Ist also sehr elegant gelöst worden. Also die fällt ja sowieso kaum auf, aber ja, bei allen anderen Objektiven sollte man sagen, Streulichtblende immer drauf. Richtig rum drauf. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich gebe außer ja, sag. Beim Blitzen. Ja, da würde ich es so abmachen. Beim Blitzen, vor allem wenn man einen internen Blitz benutzt, kann es vorkommen, dass gerade wenn man nah am Motiv dran ist, dass unten ein Halbschatten ist von der Streulichtblende. Aber generell bitte immer die Streulichtblende verwenden. Man erreicht eine Qualitätsverbesserung der Aufnahmen. Der Kontrast steigert sich. Ich habe weniger störender Lichtstrahlen, weniger Seitenlicht. Bitte immer verwenden. Finde ich ganz wichtig. Wir verwenden so ein tolles Glas, es sind tolle gerechnete Objektive und dann sollten die Qualität auch richtig sein. Und um das Glas direkt zu schützen, ja, kann ich sie natürlich beim Transport auch richtig rum drauf haben. Dann bin ich erstens direkt bereit, wenn ich einen Schnappschuss machen will, und zum anderen habe ich natürlich die erste Linsengruppe, das Glas, schon mal geschützt. Geschützt, genau. So, dann haben wir 3 Festbrennweiten. Ja. Dann haben wir im Sony E-Mount-Bereich die Trinity. Ja. Die gibt es dann auch noch etwas anders, etwas in einer anders, etwas anderen Form, auch für spiegellos und für DSLR. Und es gibt noch, wenn ich noch etwas leichter und kompakter unterwegs sein will, noch die Möglichkeit, mit 2 Objektiven den Weitwinkel und Telebereich abzudecken. Richtig, genau. Da haben wir das 1735er, 2,8 bis 4. Und das 35, das ist das Falsche. Und das 35-150er, ne, wo ist es? Hier. Ja. 35-150er, auch 2,8 bis 4. Beide Objektive. 1735. Kompatibel mit der Nikon Z und R-Serie. Die Software ist schon eingespielt. Und das ist ein sehr, sehr leichtes Duo, vor allem für Hochzeiten, für Reportagen, hat man 2 Objektive von 17 bis 150 mm bei einer recht guten Lichtstärke von 2,8 bis 4 und auch noch sehr kompakt gebaut und zusätzlich erstaunliche Bildqualität vom Zentrum bis in die Ecken. Ein sehr hohes Ausbildungsvermögen, es macht einfach Spaß, mit diesem Duo zu arbeiten. Qualitativ hochwertiger ist allerdings bei einer durchgehenden Lichtstärke von 2,8 unser 15-30 mm Objektiv mit Bildstabilisator. Dazu passend unser 24-70, auch 2,8 durchgängig, auch mit Bildstabilisator. Und mein persönlicher Highlight, unser 70-200er, auch 2,8 durchgängig, auch mit Bildstabilisator. Alle 3 Objektive kann man auch auf der Z und auf der R-Serie verwenden. Und da kommt direkt die nächste Frage eigentlich auch. Hier schreibt ein Kunde, jedes Mal, wenn er die Kamera kurz im Standby hatte und die Kamera neu startet, dann geht der AF wie ein Maschinengewehr zwischen nah und unendlich. Also ich muss sagen, ich habe vorgestern Abend noch mit der Kombination Canon R und dem 70-200 fotografiert und bin absolut begeistert gewesen.
Da würden wir vorschlagen, mal kurz den Service anrufen und wahrscheinlich einschicken. Ja, das ist sehr wahrscheinlich ein Spiegelreflex-Objektiv von uns und mit einem USD-Motor eventuell. Und da ist sehr wahrscheinlich der USD leider defekt. Kann man tauschen. 5-Jahres-Garantieerweiterung, wenn die vorhanden ist, ist es auf Garantie. Sofern wir keine äußere Gewalteinwirkung oder Ähnliches feststellen, wird dies im Rahmen der Garantiegewährleistung behoben. Geht auch relativ schnell? Ja, also wir haben Durchlaufzeiten von knapp einer Woche aktuell. Dürfte sehr schnell gehen. Bitte im Garantiefall die Kaufquittung mit einsenden, Kopie reicht. Und wenn vorhanden, das Zertifikat zur 5-Jahres-Garantieerweiterung, damit wir direkt alle Unterlagen haben, damit es auch insgesamt etwas schneller geht. Bei der DSLR sagen wir ja immer, nach Möglichkeit mit Kamera einschicken, damit es nachher wieder, wenn etwas gemacht werden muss, objektiv auf die Kamera justiert werden kann. Wie ist es beim spiegellosen System? Da muss man es nicht unbedingt machen, nur im Ausnahmefall. Das heißt, wenn die Reparatur nicht erfolgreich durchgeführt wurde. Passiert leider immer. Dann sollte man schon die Kamera mit einsenden. An der Kamera selber wird nichts gemacht. Wir benutzen diese halt nur, um Testfotos zu machen an unseren Testcharts, weil dieses eine individuelle Geschichte ist. Die Erfahrung haben wir schon jahrelang mit der Spiegelreflex gehabt, dass man 2, 3 verschiedene Bodies hat oder gleiche Bodies und auf jedem Body ist ein anderes Ergebnis der Schärfe. Ebene. Das heißt, ein Fokuspunkt kann vor oder hinter dem anvisierten Punkt sein. Dieses gibt es bei Spiegelreflex, als auch im spiegellosen System gibt es dieses auch. Wichtig ist, wenn ihr die Kamera mit einschickt, wir brauchen die nur als Referenz und machen nichts an der Kamera. Nichts. Ne, das ist höchstens ganz wichtig. Dann mit Rückfrage an den Kunden. Eventuell auf Werkseinstellung zurücksetzen. Hatten wir es ein paar Mal auch schon gehabt, weil so viel verstellt war. Allerdings nur mit Rücksprache des Kunden, beziehungsweise wir verändern Programmautomatik und einen ISO-Wert. Das war's. Das glaube ich zu verkraften. Ja, das war's. Gibt es eine Roadmap oder kommt irgendwann eine Roadmap für die Z-Mount-Serie? Das wäre schön. Das wäre schön. Nee, haben wir nicht. Also wir wissen ja noch nicht, ob und wann was kommt. Und was kommt, das wissen wir aktuell nicht. Eine Roadmap würde ich erstmal ausschließen. Höchstens Ankündigungen, wenn was irgendwann kommt. Irgendwann einzelne Objektive. Ein, zwei Objektive eventuell. Das hatten wir in der Vergangenheit ja schon gemacht mit unseren 3 Festbrennweiten. Die hatten wir auch schon weit im Vorfeld angekündigt, bevor sie überhaupt auf den Markt kamen. Haben wir die 3 angekündigt. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass wir das wieder machen. Aber wir wissen es leider noch nicht. So, jetzt wird hier gefragt, ob es ein Update geben wird, der Firmware fürs 100-400 mm, weil es an der R langsamer fokussiert als an der 5D Mark III. Da bin ich überfragt. Da müssten wir einfach, ich würde vorschlagen, die Frage stellen Sie bitte nochmal per E-Mail und dann können wir recherchieren. Dann können wir direkt den Motorkonzern fragen. Ob etwas vorgesehen ist. Wir können auch sehen dann natürlich, welche Firmware drauf ist. Aktuell genau, richtig. Die 3.0. Genau, richtig. Ne, das ist dann am einfachsten bei solchen Fragen, die wir selbst nicht beantworten können, weil die zu sehr ins Detail geht und auch in der Entwicklung. Am besten immer per E-Mail schicken. Wir leiten das weiter an unseren Mutterkonzern und erhoffen uns dann natürlich auch eine positive Antwort. Wir waren ja eben schon mal bei langen Brennweiten für spiegellos. Jetzt kommt die Frage für das 70-180. Ja. Wird ein Konverter rauskommen? Aktuell ist noch keiner vorgesehen. Es passt auch nicht der Original-Sony-Konverter drauf. Dieses hier ist einfach zu klein gebaut. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht, ob wir in Zukunft einen Konverter fürs E-Mount-System rausbringen werden. Kann man aktuell nicht sagen. Okay, wo du es aber schon mal direkt da hast, kannst du direkt in der Hand behalten. Ja. Makrofunktion beim 70-180. Ganz besonderes Feature noch von diesem Objektiv. Ja, das ist ja ein Autofokus-Objektiv, klar. Und mit dieser Autofokus-Funktion haben wir einen Abbildungsmaßstab von 1:4 bei 180 mm.
Jetzt hat das Objektiv ein Feature. Und zwar bei 70 mm kann man manuell noch auf einen Abbildungsmaßstab von 1:2 kommen. Allerdings nur im MF. Und das ist ein tolles Feature. Das heißt, an der Kamera von Autofokus auf manuell umschalten, genau. Dann 70 mm einstellen, richtig. In den Nahbereich reingehen, genau. Der sich verringert von 85 cm sind es, glaube ich, auf 27. Klein mit, auf 19. 19 Zentimeter, glaube ich. Aha. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Aber so, und das ist halt ein Feature. Und wir sagen ganz offiziell, okay, es kann sein, unter bestimmten Umständen, dass der Randbereich im Bild unscharf ist. Das sagen wir aber ganz offiziell. Und der bildwichtige Teil im Zentrum, um das Zentrum herum, ist allerdings scharf. Nettes Feature, ist umsonst dabei, Fall. Man muss nichts extra zahlen. Auf jeden Fall. Für zwischendurch Makro, es ersetzt kein Makroobjektiv. Nein, das nicht. Das muss man das natürlich nicht sagen. Das nicht. Aber um zwischendurch mal, wenn ich durch die Natur gehe und meine, in Anführungszeichen, normalen Bilder mache und will ein Makro machen, dann kann ich natürlich in den manuellen Bereich und ja, kriege einen Abbildungsmaßstab von 1:2 hin. Ja, das ist sensationell für ein Objektiv in der Größe, in der Leistung, dass man dieses noch zusätzlich hat. So, jetzt über den Service. Wie kann ich in den die Tap-In-Videos? Ja. Da gibt es Tap-In-Videos auf der Seite, die wesentlich besser erklären können, als wir das hier können. Genau. Ja, auf unserer Homepage haben wir jetzt vor kurzem Tap-In-Videos bzw. Videos produziert, die die Funktion unserer Tap-In-Konsole erklären. Es ist in verschiedenen Bereiche kategorisiert, wie Sie sehen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dieses sich anzuschauen, damit man auch die volle Funktion der Tap-In-Konsole kennenlernt und auch zu gebrauchen weiß. Ja, vielleicht kannst du uns... Dieses gilt allerdings nur für unsere Spiegelreflexobjektive. Ich weiß, du hast das vorbereitet. Vielleicht kannst du uns einfach mal zeigen, wie ich ein Update durchführe. Ja, gerne. So, dazu habe ich unser 90 mm Makroobjektiv. Hier habe ich unsere Tap-In-Konsole. So, es muss eine Verbindung im Internet vorhanden sein, weil nachdem ich das Objektiv draufgeschraubt habe, wird eine Verbindung hergestellt und wird abgefragt, welches Objektiv es ist und ob schon eine Firmware vorhanden ist, also eine aktuelle. In diesem Fall ja. Ansonsten käme ein Hinweis, ob man die Firmware aktualisieren möchte oder nicht. Okay, klick mal auf OK oder auf Abbrechen. So, und hier habe ich jetzt mal ganz kurz die Tap-In-Konsole, kann ich mal kurz anreißen, die Funktion. Im ersten Bild kann ich den Fokuspunkt shiften. Das heißt, wenn ich einen Front- oder Backfokus habe, kann ich diesen justieren, indem ich halt Testfotos mache in der Naheinstellgrenze, im mittleren Bereich und im weiten Bereich. Betrifft jetzt aber ausschließlich Spiegelreflex? Nur Spiegelreflexobjektive. Okay. Ja. Ja, aber auch in Verbindung mit der Verbindung mit DSLR-Kameras. Genau. Okay. Richtig. So, und hier, in diesem Punkt, kann ich halt den Fokuspunkt shiften, entweder in den Plus- oder Minusbereich. Jetzt habe ich hier bewusst erstmal eine Festbrennweite verwendet, die alle Funktionen hier freigeschaltet hat. Bei einem Objektiv mit einem größeren Brennweitenbereich muss ich natürlich diese Aufnahmen wiederholen für den kompletten Brennweitenbereich. Wird aber hier immer aufgelistet. So, jetzt habe ich den nächsten Punkt. Hier kann ich gerade beim 90er die Entfernungsbereiche frei wählen. Das heißt, ich kann jetzt hier, dass ich halt nur bis 1,5 Meter Scharfstelle von diesem Bereich und der zweite Waldschalter von diesem bis unendlich. Das Objektiv hat zwei Waldschalter und so kann ich dieses frei programmieren. Die nächsten Einstellungen, ich kann die Empfindlichkeit für das manuelle Fokussieren, kann ich hier sensibilisieren, ob
wann der manuelle Fokus eingeschaltet wird oder nicht. Das heißt, wir können bei unseren Spiegelreflexobjektiven, wie auch bei den Sony E-Mounts, kann ich ja die Funktion haben, ich drehe am Fokusring und es wird automatisch in manuell Fokus umgeschaltet. Und hier kann ich halt die Sensibilität einstellen. Was ganz interessant ist, ist der nächste Punkt. Das ist der VC-Modus, welchen ich programmieren kann. Er ist normal auf Standard gesetzt. Das heißt, das Sucherbild wird stabilisiert. Ich sehe, der VC, also unser Bildstabilisator, funktioniert und ich fühle mich wohl. Es wackelt nichts, alles gut. Nachteil an dieser Geschichte ist allerdings, dass sich das VC-Element erst kurz einschwingen muss. Und das dauert ungefähr 1 bis 1,5 Sekunden. Und in dieser Zeit wackelt das Bild einmal. Das heißt, ich kann in dieser Zeit nicht fotografieren, sonst wären die Aufnahmen unscharf. Also ich kann also nicht so schnell Schnappschüsse erstellen. Dazu habe ich allerdings eine weitere Funktion, diese hier. Das heißt, das Sucherbild, wenn ich durch die Kamera schaue, ist nicht stabilisiert, sondern der Stabilisator arbeitet erst dann, wenn ich auslöse. Dann springt das Linsenelement in die Richtung, wie errechnet, und funktioniert einwandfrei. Das heißt, ich kann Schnappschüsse erstellen, ich muss nicht warten, bis das Linsenelement eingeschwungen ist. Und auch in diesem Modus arbeitet der Bildstabilisator effizienter. Wir haben für unsere, in Anführungszeichen, älteren Objektive leider keinen Faktor, um wie viel es besser arbeitet, also wie viele Blendenstufen ich dadurch erspare. Bei unseren beiden in Anführungszeichen neuen Spiegelreflexobjektiven, das 70-200er und 105-600er, gewinne ich ca. 1,5 Blendenstufen in diesem Modus. Und dieser Modus kann ich aber auch selber an diesen Objektiven per Waldschalter einstellen. Das heißt, ich kann diesen Modus bei unseren älteren SB-Objektiven der neuen Generation einstellen. Genau. Ganz. Wir können mal kurz noch die Wahlschalter zeigen. Ja, wichtig für die User von Z bzw. R, ja, dass sie da auch aufgrund der vollen Kompatibilität, richtig, zu den Systemen, können sie da natürlich auch den vollen Umfang nutzen. Richtig, genau. Ja, das heißt, hier habe ich den Wahlschalter 1 für stabilisiertes Sucherbild. Hier bei diesem Objektiv habe ich noch den Wahlschalter 2, das ist für Panning-Aufnahmen, das heißt, wenn ich mein Motiv verfolge in dieser Richtung, erkennt der VC dieses und arbeitet nicht dagegen. Und ich habe den Modus 3, das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte, dass das Sucherbild nicht stabilisiert ist, sondern die Stabilisierung erfolgt lediglich beim Auslösen. Ja, wann sollte ich den Bildstabilisator denn ausstellen oder bleibt der einfach immer an? In der Regel kann der anbleiben, egal welche Belichtungszeit ich habe. Selbst bei kurzen Belichtungszeiten kostet zwar mehr Strom an der Kamera, aber dieses ist kein Problem. Ausschalten auf jeden Fall, wenn ich ein Stativ verwende. Es wird nicht erkannt, dass ein Stativ verwendet wird, dass es ruhig ist, weil der VC braucht eine Bewegung, damit er richtig arbeitet. Hat er keine Bewegung, dann weiß er nicht, wohin er springen soll und die Aufnahmen könnten unscharf sein. Also bitte bei Verwendung auf dem Stativ den Bildstabilisator ausschalten. Gut, dann haben wir 2 E-Mount Trinities, eine E-Mount Trinity, eine Spiegelreflex Trinity, die ich auch für spiegellos verwenden kann. Ja. Und für die, die wirklich ganz leicht und kompakt in dem Segment unterwegs sein wollen, auch eine sehr interessante Kombi für APS-C eigentlich. Ist das 1735 in Verbindung mit dem 35-150? Oh ja, APS-C, das stimmt. Das ist natürlich ein hervorragendes Objektiv für APS-C-Kameras. Ist schon fast ein Standardobjektiv. Und das Interessante ist, bei diesem Objektiv, wenn man sich die MTF-Kurven anguckt, die Leistung bis zum APS-C-Rand ist hervorragend. Und kurz danach fällt es ab für Kleinbild, was aber ein natürlicher Abfall ist. Also das eignet sich hervorragend für APS-C-Kameras. Im Gegensatz zum Standardobjektiv, ja, fehlt mir zwar ein bisschen was an Brennweite obenrum, das aber ist richtig. In Verbindung mit dem 35-150 ist das natürlich auch überhaupt kein Problem. Ja. Und halt auch die APS-C-Kameras sind ja etwas kleiner, leichter. Und beide Objektive sind auch relativ kompakt und auch sehr leicht.
passt also wieder ergonomisch zur Kamera. Frage zur Kompatibilität des 70-200 mit dem Z-System. Ja. Absolut hundertprozentig voll kompatibel. Und am besten ist natürlich tamron-verleih.de. Einfach mal ausleihen. Wie gesagt, sehr günstige Preise für eine Woche. Ja. Und dann kann man das Objektiv auf Herzen und Nieren testen und kann sich selbst davon überzeugen, dass es wirklich auch an der Z oder auch an der R absolut gut funktioniert. Ja, das stimmt. Wir haben wir selbst ausprobiert. Als wir unsere Z- und R-Mounts bekommen haben, sind wir direkt raus und haben unser komplettes Line-Up ausprobiert hier bei uns im Hof. Und wir waren alle sehr erstaunt und sehr zufrieden. Nicht nur im Hof, also wir waren ja auch am Anfang unterwegs. Am Anfang, ja, aber natürlich klar. Als wir die hier halt ins Haus bekommen haben. Ne? Ich kann noch mal ganz kurz zu unseren Abdichtungen kommen. Der Wetterfestigkeit unserer Objektive. Saskia, kannst du mal kurz umschalten? Ich habe mal hier das Beispiel genommen von unserem 79-180er. Die blauen Kringel, das sind die ganzen Abdichtungen. Kleinen Moment. Dieses hier ist die Gummilippe, die man von außen zu sehen hat. Die anderen blauen Abdichtungen sieht man nicht. Das ist ein Samt, der halt im Inneren verwendet wird und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, von Wasser, Wassertropfen, Regentropfen. Aber nicht immer bedingt Eindringen von Staub. Dadurch, dass sich halt Linsenelemente bewegen, Tuben im Inneren bewegen. Deswegen kann bei langer Benutzung oder halt auch in staubigen Räumen immer wieder leider vorkommen, dass Staub reinkommt. Aber in der Vergangenheit eher weniger, dadurch, dass halt die Abdichtungen da sind und auch natürlich den Staubfluss nach innen verringern. Alle unsere Objektive mittlerweile aktuell sind abgedichtet. Die Objektive haben zum größten Teil ein Fluorine-Coating, sodass, wie hier jetzt in diesem Beispiel, Staub, Fett, sogar Wasser abperlt. Das ist auch ein zusätzlicher Schutz. Man kann sogar jetzt hier bei dieser Optik mit dem Edding drauf beschreiben. Macht keinen Sinn, haben wir am Anfang immer wieder gerne gemacht, weil es ist echt beeindruckend. Und dann einfach mit einem Mikrofasertuch kann man es wieder abwischen. Ja, Es zeigt halt, kein Mensch malt mit einem Edding drauf, aber es zeigt halt, wie unempfindlich die Oberfläche ist. Ja, richtig, genau. Ja. Wo wir gerade mal sind bei der Objektivreinigung, da fällt mir gerade was ein, gehen wir mal das Tuch. Nee, das Achso, das Tuch. Fällt mir gerade spontan was ein. Bin ich auch schon oft angesprochen worden oder meine Kollegen auf den Hausmessen vor Ort, wie man überhaupt ein Objektiv reinigt. Ne? Das heißt, wenn hier ein Fingerabdruck drauf ist oder... Oder Edding. ne? Also im Normalfall bei uns im Service nehmen wir spezielle Papiertücher und Isopropylalkohol und reinigen sehr filigran von innen nach außen. Wenn ich aber im Einsatz bin und draußen bin, habe ich natürlich immer ein wunderbares Tuch, Reinigungstuch von uns dabei. Und damit kann ich halt auch wunderbar... Wenn wir demnächst keine Online-Messen mehr machen, sondern wieder vor Ort sind, dann gibt es auch wieder Tücher. Ja, und wichtig ist, vorher mit dem Blasebalg die großen Krümel, wenn Sandkörner da sind, wegblasen, seitlich wegblasen, ganz wichtig. Und dann ganz leicht mit einem leichten Druck immer von innen nach außen wischen. Das ist also ganz wichtig, keinen großen Druck aufbauen. Das kann man halt bei der Linse hinten, vorne machen. Hinten, da wäre ich etwas vorsichtiger bei der Linse, weil die etwas weicher ist. Vorne, die ist härter. Hinten wird auch manchmal die Zentrierung gemacht. Also hier aufpassen, möglichst nicht mit dem Tuch dran, im äußersten Notfall. Ansonsten halt leicht von der Seite mit dem Blasebalg. Das ist ganz wichtig. Auch nicht volle Stärke, weil es kann natürlich immer sein, dass Staubpartikel dann in das System reinkommen. So, wir haben hier noch ein paar Fragen. Zum einen die Frage, funktioniert das alte 70-200, also das G1? Ja. Mit dem Telekonverter vom G2? Nein, funktioniert nicht. Warum? Weil die Softwarekombination ist nicht gegeben. Das heißt, der Telekonverter hat eine Software drin.
Und es ist einfach nicht kompatibel, weil einfach das G1 hat eine alte Software drin, die auch nicht angepasst wird. Ist nicht gedacht, dass es funktioniert. Gut, dann kommt die Frage, wie nutze ich am besten die verschiedenen VC-Modi oder wann? Da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung, wenn ich Mitzieher mache, nehme ich den Modus 2. Wenn ich das gute Gefühl brauche und Zeit habe, um richtig zu fokussieren, beziehungsweise erstmal halb durchdrücken kann, was ja 1 bis 1,5 Sekunden dauert, dann nehme ich den Modus 1. Wenn ich dieses gute Gefühl im Sucher nicht brauche, aber eine optimale Stabilisierung, dann nehme ich Modus 3. Und bei mir ist es so, ich persönlich nehme den Modus 3, da mache ich nichts falsch mit. Und wie gesagt, er bringt auch noch etwas mehr an Stabilisierung. Gerade wenn ich schlechtes Licht habe und mit der ISO-Zahl noch nicht ganz so hoch gehen will, dann kann ich noch ein bisschen besser hiermit stabilisieren. Der Modus 1 ist wirklich fürs gute Gefühl. Falls es irgendjemandem wichtig ist, dass er sagt, ich möchte im Sucher sehen, dass das Bild auch wirklich stabilisiert ist, dann der Modus. Bei dem anderen sieht es verwackelt aus, ist aber trotzdem nicht verwackelt. Richtig. So, das dann... nochmal die Frage, ob das 70-200 G2 voll Z-fähig ist über FTZ. Ja, ist es. Gut, haben wir das geklärt. Nee, ganz simpel. Wie gesagt, einfach auch über den tamronverleih.de ausleihen und selbst ausprobieren. Ja, das ist immer das, wenn man selbst ausprobiert hat und davon überzeugt ist, bringt es auf jeden Fall mehr. Der Update über Tap-In-Service hier bitte auch nochmal erwähnen. Also wie funktioniert oder am besten hier über die Service-News, das Update. Ich weiß jetzt gerade nicht. Update über Tap-In-Service hier. Also, die verschiedenen Objektive, teilweise sind sie kompatibel, teilweise hängt es von der Seriennummer ab, teilweise von der Firmware. Ja. Wir können es im Service alle updaten und teilweise oder zum großen Teil steht es auch schon drin, dass man es selbst über die Tap-In-Konsole machen kann. Richtig. Ein paar ältere Objektive, wie das erste 150-600er, das ist nicht kompatibel mit der Tap-In-Konsole. Dieses kann man bei uns im Service machen lassen zum Beispiel. Ist aber dann auch updatefähig. Genauso richtig, wie das alte Makro. Das F04. Da gibt es mittlerweile auch ein Update für. Richtig, genau. Und kann dann auch über den Service gemacht werden. Ja, genau. So sieht's aus. Ja. Was haben wir denn noch? Jetzt musst du erzählen. Kommen gerade keine Fragen rein. So, was haben wir denn noch? Ja, hier der Hinweis nochmal, haben wir glaube ich gerade aber auch gesagt, einige Objektive sind natürlich von Haus aus schon, die neuen Objektive sind so abgestimmt von der Firmware, dass sie gar kein Update benötigen. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, welche? Das 35er 1.4er, das haben wir hier vorne stehen. Das 17-35er, das 35-150er. Das 70-210er, soweit ich weiß. Dann hört es auch. Ist aber auch, ja. Steht auf alles, der alles nach, ja, nachzulesen. Alles habe ich jetzt nicht im Kopf. 35-1.4 hast du gerade erwähnt. Ja, genau. Zwar nicht spiegellos, aber. Sensationell. 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 Ja, das ist unser 35-1.4er. Ganz kurz noch. Ja. Das hat natürlich auch die Firmware schon drin für Z- und R-Mount. Haben wir letztes Jahr auf den Markt gebracht. Und. Ich darf sagen, das ist aktuell das schärfste 1.4er 35er weltweit. Vom Zentrum bis in die Ecken, sehr hohes Auflösungsvermögen, sehr schöne Trennung bei den Linienpaaren pro Millimeter, also ein hervorragendes Objektiv. Kann ich nur empfehlen. Reportage, Street. Reportage, ein wunderbares Bouquet. 1.4 ist zwar schwierig zu fokussieren, vor allem wenn man Gesichter, Personen fotografiert. Man bewegt sich, sie bewegen sich selber, weil die Schärfentiefe sehr, sehr gering ist. Und ein wunderbares Bouquet, beziehungsweise durch die hervorragende Kontrast und Schärfe, ist natürlich die Schärfe in der Unschärfe sofort weg. Ja, das heißt, man ist natürlich schnell out of focus. Ein bisschen Übungssache.
aber bei dem Objektiv haben wir keinen Bildstabilisator. Keinen Bildstabilisator. Haben wir bewusst nicht gemacht, weil sonst das Objektiv wesentlich größer ist, wesentlich schwerer und vor allem auch wesentlich teurer. Ist natürlich auch eine Challenge, mal auch ohne Bildstabilisator, der hervorragend funktioniert, zu arbeiten. Ja, und halt haben wir direkt auszunutzen. Die Überleitung zur nächsten Frage, und zwar 35 1/8. Ja. Der Bildstabilisator, arbeitet der mit dem Stabi von der Z667 zusammen? Oder gibt es irgendwie, sollte man irgendwas ausstellen? Nein, arbeitet zusammen. Ist auch gut. Also ist nicht so, dass sie sich gegenseitig auf. Nein, das nicht. Es ist abgestimmt. Okay. Das ist ja die Schwierigkeit von uns, unsere Objektive in der Vergangenheit kompatibel zu machen für das Z- oder für das R-System, diese Softwareabstimmung. Das heißt, ab Firmware 3.0, genau. Auch das Objektiv voll kompatibel, ohne Einschränkungen. Richtig, genau. Prima. Falls Fehler auftauchen sollten, bitte uns bitte an den Service wenden. Gut, ja, dann kommen wir so langsam zum Schluss. Willst du noch irgendwas unbedingt loswerden? Nein, ich möchte mich auch ganz kurz bei der Firma Haber bedanken für diesen Raum hier, dass wir dort sein dürfen heute am Samstag. Eine gute Idee und ja, schön wäre es, wenn wir natürlich vor Ort wären. Und so sehr mir die ganzen Messen, ja, und Veranstaltungen fehlen, das ist mal eine schöne Alternative. Dass man die Geräte in die Hand nehmen kann, auch die, ja, Haptik malen und auch den Vergleich, wie zoomt es raus, welche Geräusche gibt das Objektiv von sich, das Gewicht zu vergleichen. Aber so haben wir, glaube ich, hier aus Köln, ja, es versucht, ein bisschen rüberzubringen zu Ihnen nach Hause über die Firma Hammer. Fand ich eine gute Idee. Ja, schöne Sache. Wieder gerne. Ne? Können wir öfter machen. Ja. Gut, dann wollen wir uns an dieser Stelle bedanken und euch allen schönes Wochenende, und vielleicht sehen wir uns ja entweder auf einer virtuellen oder vielleicht sogar mal bald wieder auf einer richtigen Hausmesse wieder. Bis dann, tschüss zusammen. Ja, tschüss.